Es ist noch nicht lange her, da haben wir ebenfalls eine Baureihe 41 von Trix vorgestellt. Augenfälligste Unterschiede: die neue hat große Ohren, das heißt Wagner Windleitbleche, je zwei Lampen vorn und hinten statt drei und einen Zentralverschluss an der Rauchkammertür. Außerdem fährt die hier vorgestellte Maschine mit Analogstrom, während die andere mit einem Digitaldecoder ausgestattet ist. Der Preisunterschied beträgt 60 Euro. Uns Interessierte: wie sind die Fahreigenschaften der analogen Lok gegenüber ihrer digitalen Schwester und wie sieht es mit ihrer Fertigungsqualität aus? Bei beiden Maschinen handelt es sich um Neuentwicklungen. Die hier vorgestellte Version ist eine Vertreterin der frühen Epoche 3. Äußerlich sichtbares Merkmal ist das aus der Reichsbahnzeit stammende Spitzensignal mit zwei Lampen, das die DB erst ab Mitte der 50er Jahre durch ein drittes Licht ergänzte. In der Mitte der Rauchkammertür ist die Nachbildung des Zentralverschlusses angebracht, der allerdings einen groben Fehler aufweist, nämlich der gerade Hebel, Eisenbahner nennen ihn Rauchkammerriegel, steht auf 12 Uhr. Er müsste jedoch zwischen 6 und 8 Uhr stehen. Wie alle neu entwickelten Dampfloks aus Göppingen pumpt auch dieser 41er mit einer üppigen Detaillierung des Kessels. Zahlreiche freistehende Leitungen, fein gravierte Aggregate und durchbrochene Handräder erfreuen das Auge. Ebenfalls erfreulich ist die Gestaltung des Gestänges, vor allem des vorbildgetreuen Kurbelzapfens. Ausnahme bildet, wie bei fast allen Dampflokomotiven aus Göppingen, die unbewegliche Kolbenschieberstange. Die sollte, wie beim Vorbild, beweglich ausgeführt sein, weil sie für die Dampfverteilung im Zylinder und deshalb für die Bewegung der Lok unabdingbar ist. Am Druck gibt es nichts zu mäkeln, die Schrift ist auch unter der Lupe gestochen scharf. Beim Tender drehten sich bei unserem aktuellen Pressemuster alle vier Achsen einwandfrei. Von einer Blockade wie beim Vorgänger war nicht zu bemerken. Dagegen schließt auch hier der Aufsatz auf der Heizerseite nicht korrekt als Unterteil. Matrix scheint bei dieser Konstruktion ein grundsätzliches Problem zu haben. Die Laufeigenschaften der analogen Lok sind bescheiden, in dieser Disziplin ist die digitale Schwester haushoch überlegen. In der niedrigsten Geschwindigkeit ruckelt die Lok beträchtlich, sie muss schon einiges an Tempo zulegen, um einwandfrei zu rollen. Auf dem Rundkurs unseres Drehtellers gab die Lok vorwärts und rückwärts ein schabendes Geräusch von sich, das womöglich von den trampelnden Rädern der zweiten und dritten Achse verursacht wird. Bei der rückwärts rollenden Lok waren im selben Rhythmus deutliche Nickbewegungen zu sehen. Der Loktenderabstand ist gegenüber Konkurrenzmodellen groß. Zwar lässt sich die Deichsel um einen Rastpunkt weiter in den Tender schieben und der Abstand damit verringern, wir haben die Lücke aber gelassen, um die gestaltete Kesselrückwand besser filmen zu können. Die Kabel vom Tender zur Lok sind ganz ordentlich verlegt.
Die Zugkraft der rund 320 Gramm schweren Maschine variiert gegenüber ihrer bereits vorgestellten Schwester seltsamerweise erheblich, denn bereits bei 85 Gramm begann sie beim Anfangen zu schleudern. Dann war allerdings noch lange nicht Schluss. Erst bei 334 Gramm im Gewichtebecher kam sie schleudernd nicht mehr von der Stelle. Der Auslauf bei Nothalt ist gering. Circa 1,5 cm bei Stopp aus mittlerer Geschwindigkeit, circa 5 cm sind es bei Vmax. Trix gibt für die Lok als Betriebszustand die Zeit um 1951 an, das ist frühe Epoche 3, die von 1945 bis Mitte der 50er Jahre dauerte.